Hallo, ich bin Lilly. Das ist das Diagramm eines Fahrtenschreibers von einem Radrennfahrer. Du kannst dort die Geschwindigkeit des Radrennfahrers in Abhängigkeit von der Zeit ablesen. Wie du erkennen kannst, steigert der Radrennfahrer seine Geschwindigkeit innerhalb von 2 Minuten gleichmäßig. Nach 2 Minuten ist seine Geschwindigkeit konstant bei 400 Metern pro Minute. Während du die Geschwindigkeit zu verschiedenen Zeitpunkten direkt ablesen kannst, erkennst du jedoch nicht sofort, welche Strecke der Radrennfahrer zurückgelegt hat. Die zurückgelegte Strecke kannst du jedoch berechnen. Zwischen den Zeitpunkten 2 und 5 Minuten fährt der Radfahrer konstant 400 Meter pro Minute. Er fährt in den 3 Minuten also insgesamt 1200 Meter. Welche Strecke legt der Radrennfahrer aber nun in den ersten 2 Minuten zurück? Und was hat das mit der Flächeninhaltsfunktion zu tun? Sehen wir uns das Diagramm des Fahrtenschreibers genauer an. Wir betrachten erst einmal nur den konstanten Teil des Graphen im Intervall von 2 bis 5. Dafür zerlegen wir den Graphen in die konstante Funktion f von x und in die lineare Funktion g von x, die wir uns später noch genauer anschauen. Hier siehst du nun den Graphen der konstanten Funktion f von x ist gleich 400. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com